Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Millionen verdienen, fast wie ein Cheat oder Glitch. Ja genau, in diesem brandaktuellen neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch, wie ihr mit diesem super coolen Mercedes-Benz hier richtig viel Kohle machen könnt. Ja, das ist ein super cooler Geldtrick. Da kann man schon sagen, fast wie ein Cheat oder Glitch. Ja, auf jeden Fall. Das Ganze geht ganz einfach. Ihr geht einfach hier ganz normal GT-Liga. Da bitte raufklicken und dann hier auf die Profiliga einfach auswählen. Und wenn ihr bei die Profiliga dann drin seid, dann geht ihr hier auf dieses Rennen Premium Sport Lounge. Da dann bitte raufklicken. Und dann wählt ihr hier dieses erste Rennen aus mit den 15 Runden auf dem Blue Moon Bay Speedway. Ja, kommen wir zu den Fahrzeugeinstellungen. Wir haben jetzt den Mercedes-Benz hier, den McLaren, den müsst ihr runtertunen auf ein N500-Fahrzeug. Das ist ganz wichtig, die Gegner haben nämlich N1000. Denn bei Schnelltuning hier Leistungsverhältnis, hier bitte einstellen die 87. Ja, ganz wichtig, die Zahl muss dahin. Und auf der gegenüberliegenden Seite könnt ihr die 80 einstellen. Ja, Vorder- und Hinterreifen empfehle ich euch super weich. Hier bei den nächsten Einstellungen habe ich gar nichts verändert. Habe ich so gelassen. Ganz wichtig ist hier Getriebe. Bitte da voll angepasstes Getriebe. Ihr könnt natürlich auch mit Schaltung fahren, wie ihr natürlich möchtet. Und dann Höchstgeschwindigkeit könnt ihr hier auf 300 einstellen. Das ist auf jeden Fall ausreichend. Ja, dann müsst ihr hier mal vergleichen. Maximalleistung KW. Solltet ihr denn 400 haben, dann habt ihr alles richtig eingestellt. Wenn nicht, einfach nochmal vergleichen. Hier in den Fahrzeugeinstellungen N500 mit den SLR McLaren. Ein super cooles Fahrzeug bei Gran Turismo Sport. Ja, und dann geht es jetzt hier los mit den Rennen Premium Sport Lounge. 15 Runden Blue Moon Bay Speedway, wirklich eine super coole Strecke hier bei Gran Turismo Sport. Ja, um richtig viel Schotter hier zu erreichen, müsst ihr natürlich den ersten Platz machen. Ja, ihr startet auf den 16. Platz, müsst also nur 15 Fahrzeuge überholen. Einen haben wir schon überholt und sind jetzt hier auf den 15. Platz. Ja, das Wichtige bei diesen Rennen, um richtig viel Kohle hier zu erreichen, ihr müsst fehlerfrei fahren. Ja, ein absolutes fehlerfreies Rennen. Das sollte aber auf der Strecke, denke ich mal, kein Problem sein für euch. Das geht ja nur mehr oder weniger fast nur geradeaus. Ja, jetzt hier bei der Kurve jetzt, die kommt, da sollte man auf jeden Fall vorsichtig bremsen, dass man hier nicht aus Versehen zu schnell ist und dann vielleicht aus Versehen in die Leitplanken reinkommt, weil wenn ihr in die Leitplanken reinfährt, dann bekommt ihr den Fehlerfrei-Bonus natürlich nicht mehr. Ja, des Weiteren, wenn ihr Fahrzeuge überholt, ja, wirklich darauf achten, fehlerfrei zu überholen, kein Fahrzeug touchieren. Ja, sonst bekommt ihr diesen fehlerfrei Bonus auch nicht mehr. Also ist wirklich ganz, ganz wichtig, einfach merken, nicht in der Leitplanken reinfahren und kein anderes Fahrzeug reinfahren. Ja, und natürlich nach Möglichkeit auch auf der Strecke bleiben. Ja, wenn ihr hier irgendwie am Rand irgendwie so rankommt, so Rasen oder sonst was, dann bekommt ihr leider den fehlerfrei Bonus auch nicht mehr. Und das ist ja das Wichtige bei diesen Rennen, dass man sehr, sehr viel Kohle erreicht durch diesen fehlerfrei Bonus. Ja, jetzt kommt wieder eine Kurve, wo ich auch empfehlen würde zu bremsen, weil wenn ihr in dieser Kurve hier zu schnell reinfährt, dann kann es euch eventuell passieren, dass ihr da in die Leitplanken aus Versehen rankommt. Und das wollt ihr natürlich nicht, das Ganze, weil dann wäre der Fehlerfrei-Bonus
futsch. Ja, und diese Kurve natürlich auch wieder bremsen, völlig klar. Und der Rest der Strecke geht natürlich nur geradeaus. Ja, und dieser Mercedes-Benz hier SLR ist natürlich hervorragend geeignet für diesen Geldtrick. Ja, wirklich ein super cooles Fahrzeug hier, dieser Mercedes-Benz. Ja, ist auch relativ neu, dieses Auto bei Gran Turismo Sport. Ja, ich hatte schon mal ein Video hochgeladen hier mit einem anderen Auto. Ja, schon eine Weile her. Aber dieser Geldtrick ist wirklich so gut, ja, dass ich den nochmal in Erinnerung wecken will, weil es gibt wirklich noch Leute, die kennen den noch gar nicht. Und jetzt natürlich auch hier jetzt ganz neu mit diesem Mercedes kann man natürlich auch diesen Geldtrick machen. Und deswegen zeige ich euch das Ganze nochmal, weil es ist wirklich ein sehr, sehr guter Geldtrick. Da gibt es nämlich am Ende diesen fehlerfrei Bonus und dann gibt es natürlich noch einen anderen Bonus. Jetzt müssen wir erstmal die hier vorsichtig überholen. Ja, kein Fahrzeug berühren, keine Tuschierung, kein Auffahrfehler, gar nichts. Wirklich fehlerfrei dran vorbei. Hier Windschatten, auch ganz wichtig, könnt ihr auch immer mit benutzen. Den könnt ihr dann noch ein paar km/h gut machen. Ja, um nochmal drauf zurückzukommen wegen diesem Bonus. Es gibt natürlich einen fehlerfrei Bonus, ist klar, hatte ich ja erklärt, wenn man hier dieses Rennen fehlerfrei absolviert. Und es gibt noch einen zweiten Bonus. Ja, das ist dieser Handicap Bonus. Das Ganze seht ihr dann aber am Ende, wie viel Kohle ihr dadurch bekommt. Ich erkläre mal kurz, was der Handicap Bonus ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt ja am Anfang gesehen, hier unser Mercedes SLR ist runtergetuned, also ein Fahrzeug der Klasse N500 fahren wir und die Gegnerfahrzeuge, die haben N1000. Ja, also die Gegner sind viel, viel höher motorisiert. Ja, wir nur N500, die Gegner N1000 und durch diesen Unterschied, weil wir untermotorisiert sind, da bekommen wir dann diesen Handicap-Bonus, ja. Und es ist gerade so an der Grenze hier, so Pi mal Daumen mit diesem Handicap-Bonus, ja, dass man wirklich das Rennen auch mit einem N500-Fahrzeug, so wie wir es gerade fahren, also runtergetunt haben, dieses Rennen auch schaffen können und trotzdem mit den Gegnerfahrzeugen, die N1000 haben, auch mithalten können und auch überholen können auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir mittlerweile, wenn wir den nächsten überholen, hier auf den, naja, der nächste ist noch 7 Sekunden weg. Jetzt überrunden wir jetzt hier so ja schon die Fahrzeuge, ja, also die jetzt da vor mir sind. Die sind auf jeden Fall eine Runde hinter mir jetzt. Wir sind auf den vierten Platz, liebe Leute, müssen also demzufolge nur noch 3 Fahrzeuge überholen. Jetzt die beiden hier nicht dazu. Doch, der eine. Der eine zählt dazu. Das mit den 7 Sekunden zählt ja, wie weit man weg ist zum ersten. Genau. Also wir sind jetzt hier auf dem dritten Platz. Der erste ist ungefähr 6 Sekunden entfernt. Ja, da kann man auch gut die Zeit sehen, wird immer weniger. Jetzt sind wir hier bei 4 Sekunden. Ja, also bloß noch 4 Sekunden bis zum ersten. Dritter Platz, müssen wir noch 2 überholen. Der hat jetzt nicht mitgezählt, den haben wir überrundet. So, hier die nächsten beiden, die werden auch nicht mitzählen. Oh, da wäre es fast, habt ihr das gesehen? Das war sehr, sehr knapp gewesen. Aber es war keine Berührung. Wir haben das Fahrzeug nicht berührt beim Überholen. War wirklich mega knapp gewesen, die ganze Sache. Wäre ich da aus Versehen an diesem Fahrzeug rangekommen, dann wäre der Fehlerfrei-Bonus leider dahin gewesen. Aber ich will euch das ja zeigen, das Ganze. Fehlerfrei. So, den nächsten aber. Jetzt, wenn wir den überholen, dann haben wir einen dritten. Oh, da zieht er aber ganz schön davon jetzt auf jeden Fall. Hier jetzt
schön in den Windschatten rein. Dann kann man hier noch ein paar km/h auf jeden Fall gut machen, sich sozusagen gut ransaugen an das nächstgelegene Fahrzeug. Jetzt könnte man hier wahrscheinlich in der Kurve überholen. Ja, dritten. Und da haben wir uns den zweiten Platz hier bei diesen Rennen schon gesichert. Jetzt haben wir vor uns den Ferrari. Das wird jetzt nochmal ein richtig spannendes Duell mit dem. Also bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt nochmal wirklich ein richtig spannendes Rennen hier. Auf die letzten Runden wird es nochmal mega interessant. So, hier auf der Geraden seht ihr, wie er davon pfeffert. Da gibt er aber richtig Gas da vorne. Auf jeden Fall, wie der wegbrettert, ist schon der Wahnsinn. Also auf jeden Fall da immer drauf achten, schön in den Windschatten rein. Ja, immer dranbleiben. Vollgas auf jeden Fall. Hier die Kurve wieder ganz wichtig. Schön runterbremsen, schön vorsichtig. Nicht, dass da oben Fehler passiert. Denkt dran, der Fehlerfrei-Bonus. So, jetzt haben wir den Ferrari überholt. Aber das ist ja so eine Beschleunigungskarre. Und da zieht er dran vorbei. Und Gott sei Dank hat er uns nicht erwischt hinten beim Überholen. Hätte ja sein können, dass er uns hinten drauf brettert. Ja, sowas ist mir auch schon passiert, dass die Gegnerfahrzeuge einfach so ein hinten drauf brettern. Jetzt dieses Überholmanöver war auch ziemlich knapp gewesen, aber war alles im Rahmen. So, jetzt überholt der uns schon wieder. Also das wird hier auf der letzte nochmal richtig spannend hier in den letzten Runden. Jetzt hänge ich mich wieder in den Windschatten hier hinein, weil ich muss ja auf jeden Fall den ersten Platz machen, um hier die ganze Kohle zu bekommen. Jetzt haben wir den ersten, aber wie ich den Ferrari kenne, wird er doch gleich wieder vorbei. Und da ist er schon. Ja, dieser LaFerrari, das ist wirklich eine Megakarre. Und man darf auch nicht vergessen, wir sind hier N500 sind wir ja bloß. Und dieser LaFerrari ist ja hier auf N1000. Der hat also viel mehr Kraft, Beschleunigung, KW, PS und alles hier. Da seht ihr schon wieder, wie dieser Ferrari in die Botanik reinbeißt. Der geht richtig ab da vorne. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, hier alles zu geben. Auf jeden Fall dranbleiben an den Ferrari. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen den noch überholen. Das ist das ganz Wichtige hier. Wir wollen auf jeden Fall den ersten Platz. Jetzt sind wir dran vorbei. Und da wieder das gleiche Spiel, er überholt uns wieder. Die Beschleunigung ist einfach viel, viel zu stark von diesem Ferrari. Da haben wir auf der Geraden eigentlich gar keine Chance auf jeden Fall. Jetzt wird es richtig knapp. Wir sind in der 14. Runde, liebe Leute. Ja, 15 Runden müssen wir nur fahren. Jetzt gerade befinden wir uns auf dem ersten und da zieht er auch schon wieder vorbei, dieser Ferrari, mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Brettert er vorne davon. Wir müssen wieder versuchen, in den Windschatten hinein drankommen. Auf jeden Fall überholen, jetzt irgendwie hier versuchen. Ja, hier jetzt innen vorbei. Hervorragend. Wir haben den ersten Platz hier gesichert. Gleich startet die letzte Runde, liebe Leute. Und zwar genau jetzt befinden wir uns in der 15. Runde, in der letzten Runde. Und jetzt überholt der uns schon wieder. Jetzt sind wir vorbei, außen auf jeden Fall super cool. Wir müssen jetzt hier versuchen, den ersten Platz zu halten. Ist ganz, ganz wichtig. Da vorne ist ein Fahrzeug. Ja, das überrunden wir wahrscheinlich noch. Hier kann man auf jeden Fall dann wieder gut den Windschatten benutzen, um hier Geschwindigkeit gut zu machen. Und da ist er auch schon wieder an uns vorbei. Dieser N1000, wir haben ja nur N500. Jetzt hier wird es nochmal richtig spannend. Oh, jetzt hier innen auf jeden Fall haben wir gut überholt. Den Ferrari befinden uns jetzt hier auf den ersten Platz. Jetzt auf der Geraden wird es nochmal interessant. Da, wo der Ferrari immer so schnell ist. Jetzt haben wir hier den Windschatten von den nächsten. Und es hat gereicht, es hat geklappt. Wir haben den ersten Platz hier uns ergattert bei diesem Rennen Premium Sport Lounge. Mit dem SLR McLaren Mercedes-Benz. Ja, und das Ganze dauert nur 12 Minuten. Ja, super cooles Rennen auf jeden Fall. Und jetzt gibt's das Preisgeld natürlich. Das Wichtigste hier. 315.000.
Zurückgelegte Strecke haben wir hier 49,1 Kilometer. Und natürlich selbstverständlich ganz wichtig auch bei Gran Turismo Sport, um im Level hochzusteigen, die Erfahrungspunkte 6930. Ja, und bei Preisgeld und Erfahrungspunkte gibt es natürlich fehlerfrei Bonus plus 50%. Und diesen Handicap Bonus gibt es auch noch dazu. Das sind sage und schreibe plus 109%. Jo, das war's, liebe Leute, mit diesen Rennen mit dem Mercedes-Benz SLR McLaren. Ich hoffe, das Video heute hier auf meinem YouTube-Kanal hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne hier einen Daumen nach oben, Leute. Und abonniert doch meinen YouTube-Kanal. Da findet ihr natürlich in meiner Playlist, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, viele, viele interessante Videos und auch viele, viele andere solcher Geldtricks. Jo, dann sage ich, ich wünsche allen Spielern da draußen weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport.